Bereits von Beginn an war die FPÖ gegen das geplante generelle Rauchverbot in der Gastronomie. Die Freiheitlichen sahen nicht nur eine jahrhundertalte Tradition der Gasthäuser und Cafés in Österreich in Gefahr, sondern auch die Existenz vieler Wirte bedroht. Wir wollten wissen, was ein Wirt und seine Gäste zu einem generellen Rauchverbot sagen und haben daher ein Lokal im 6. Wiener Gemeindebezirk besucht. Sie sind seit vielen Jahren Wirt aus Leidenschaft. Wie glauben Sie, wird sich ein allgemeines Rauchverbot auswirken? Ja, das würde mich schon merken, wenn Sie viele Gäste, Stammgäste sind Raucher. Und wenn es der Nichtraucher kommt, dann spiele ich das auch und meine Gäste auch. Das heißt, verliere ich viele Gäste. Was wäre für Sie die Ideallösung? Die Ideallösung war, soll ich mich selber entscheiden für Raucher oder Nichtraucher, weil mein Lokal ist eh nicht so groß und das muss ich mich selber entscheiden, Raucher oder Nichtraucher. Und wie es geheißen hat, es kommt ein allgemeines Rauchverbot, da haben Sie ja, es wird sich auch viel mit den Gästen darüber gesprochen. Wie war da die Stimmung zu dem Thema? Und die sind alle dagegen. Meistens, so alle meine Stammgäste, die welche rauchen, sind alle dagegen für Nichtraucher. Dann sollen sie Wirt selber entscheiden, aber nicht die Gäste oder das Volk oder was. Das ist ja jede seine Entscheidung, die Raucher oder Nichtraucher. Wie würden Sie das finden, wenn Sie in den Lokalen nicht mehr rauchen dürften? Also ich finde, als Gelegenheitsraucher wäre es ganz günstig, wenn wir bei der Ding bleiben, wie es jetzt gemacht ist. Die Wirte haben ja umgebaut, das war sündhaft teuer. Wenn man den Nichtraucher schützen kann und jeder soll machen, was er will, dann ist das ideal. Indirekt, also direkt verbieten oder zulassen, ist eigentlich nicht die ideale Lösung, finde ich. Das sollte jeder selber entscheiden, insbesondere die Wirte. Ja. Weil wenn ein komplettes Rauchverbot kommt, wird es sicher auch ein Wirtssterben geben. Und ja, ich meine, es ist auch scheinheilig, eine Diskussion ein bisschen, weil der Staat verdient ja kräftig mit bei den Zigaretten. Dann, also das Geld nehmen und dann gleichzeitig sagen, jetzt nicht Raucherschutz oder nicht Rauch, also Raucherverbot. Gut, also ich war halt eigentlich ideal für die Lösung, die es jetzt gibt, dass die Wirte das selber entscheiden, entweder Raucherlokal oder Nichtraucher. Oder die Wirten, die umgebaut haben, können natürlich dann beide Gäste bewirten und so ist es am besten, finde ich. Ich finde, dass überhaupt die Politik sich da eigentlich nicht einmischen sollte. Ja. Also die Entscheidung, finde ich, soll so bleiben, wie sie ist. Der Wirt soll entscheiden, der zahlt schließlich dafür, der soll entscheiden, ob er ein Raucher oder ein Nichtlokal macht. Das ist, finde ich, normal so. Also das, was da jetzt da aufführen, ist ein Kasperltheater mit dem totales Rauchverbot. Grundgesundheit, ja, das ist doch ein...